das ist immer sehr ungesund für einen Kanal, irgendwie die Chartlist Top 10 der Woche hochzuladen. Aber wie gesagt, es gibt haufenweise Freeware runterzuladen. Und von daher macht es überhaupt keinen Sinn, dieses Risiko einzugehen. Und die irgendwie ein bisschen schneller abspielen oder sowas. Damit kann man diese Spy-Programme von YouTube auch nicht umgehen, sage ich mal. Oder ein bisschen was verändern oder ein Echo drüberlegen oder sowas. Mit der Hoffnung, dass man sagt, okay, jetzt ist ein Echo drauf. Jetzt wird das nicht mehr als Original angesehen und kann jetzt hochgeladen werden. Das ist alles Quatsch. Also, das merkt YouTube auf jeden Fall. Also leichte Änderungen helfen da wirklich nicht. Und ja, that bringeth it gar nichts. Am besten ist einfach, wenn die Games schon Hintergrundmusik haben, richtige, und dann muss man eigentlich gar nichts mehr machen. Und die ist oftmals schon perfekt abgestimmt auf die Situation, in der man sich befindet. Und ja, das passt. Ein sehr, sehr schickes Beispiel, was Musik ausmachen kann, ist Slenderman. Das habe ich letztens ja bei dem Kumpel gespielt. Und da ist es wirklich so, wenn du es ohne Sound spielst, ist es auch noch irgendwie ekelhaft. Aber mit Sound, wenn du halt richtig schön die Boxen aufdrehst, dann ist es wieder ein komplett anderes. Es ist um 180 Grad gewendet, das Spielgefühl einfach. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Also, wenn ihr heute im Let's Play das gewisse etwas einhauchen wollt, dann denkt an die Musik. Und die Abmischung ist natürlich auch klar, ne? Darf nicht lauter sein wie die Stimme oder so Sachen. Die Hauptsache ist ja immer noch die Stimme, die soll man ja laut und deutlich hören und nicht die Musik. Manche gehen einfach daher und denken irgendwie, ja, ich habe jetzt irgendwie eine scheiß Stimme, aber ich mache jetzt einfach die Musik saulaut. Also das ist vollkommener Blödsinn. Also wenn ihr eine scheiß Stimme habt, dann lasst es am besten einfach. Beziehungsweise übt erstmal ein bisschen, bis das was wird mit dem Stimmbruch oder wie auch immer. Man kann ja auch mit einer hohen Stimme, wenn man, ne? Und das gewisse Etwas hat, kann man auch mit einer behinderten Stimme lustig sein und irgendwie die Leute, Zuschauer gewinnen. Aber da gehört auf jeden Fall schon was dazu. Und ja. So, das ging ziemlich schnell. Also ich muss sagen, das Level ging richtig flott vor der Hand. Aber jetzt passiert schon die erste Scheiße. Wir haben hier zwei Spawner. Nämlich einer, der hier direkt vor uns und dahinter uns, den ich erst gar nicht bemerkt habe. Erst jetzt, wo ich ein bisschen Schaden hier angenommen habe. Nämlich genau über uns spawnen unsichtbare Bots. Die sind natürlich richtig ekelhaft. Da werde ich jetzt auch mein erstes Leben lassen hier. Auf dieser Mappe. So, da versuche ich jetzt natürlich, ne, auf Plasma zu changen und damit die schneller down gehen. Was zum Teil auch funktioniert. Aber das wird mir trotzdem nicht helfen. Weil ich werde dieses Dilemma nicht überleben können. So, mal schauen. Au, 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 au. Wallin, Wallin, Wallin. Da oben ist ein Spawner. So als kleiner Tipp. Da oben ist ein Spawner, Wallin. Wenn ich manchmal in die Vergangenheit zurückreisen könnte und mir ins Ohr flüstern könnte, was ich da eigentlich für eine Scheiße baue während dem Gameplay, dann würde es schon einiges helfen. Das Gute ist, wir müssen jetzt hier nicht durch die Pampa fliegen, da vorne durch die ganzen Spawner, um unsere Energie nachzufüllen, weil ihr seht ja schon 54%. Und wenn ich da so weiterballer, dann geht es ziemlich schnell in die Hose. Und ja, Energiecenter ist hinter uns, das heißt, wir können unbesorgt auftanken, also diese Probleme haben wir schon mal nicht. Und ja, 0% Schild, das sieht schon mal richtig böse aus. Und da bekomme ich auch schon auf die Fresse. So. So, da beginnen wir jetzt wieder vom Spawn. Und jetzt heißt es, schön auf die Karte schauen und gucken, wo ich gerade explodiert bin. Damit ich meine Einzelteile wieder aufheben kann. Und ja. So. Mhm. Okay, da unten müssen wir durch. Erstmal durch den blauen Gate. Dann glaube ich durch den gelben. An dem Moment, das ist ja schon direkt hinter dem blauen Gate. Das dürfte unser Kram ja schon liegen. Kurz schauen. Ja, da hört man sie schon. Und ja, von dieser Position aus kann ich sie eigentlich schön erledigen. Da werde ich zwar ziemlich viel Schild da lassen.
Ich dachte im ersten Moment, ich gehe wieder down, aber es hat gereicht. Ach ja, wir haben gerade ein bisschen Folgenmangel. Deswegen habe ich gedacht, bevor ich jetzt hier mit Killer aufnehme, also heute sind wir eigentlich schon verabredet, ein bisschen aufzunehmen, ein bisschen Days, ein bisschen Minecraft und so. Und wow, bevor wir, da fällt einfach mein Kuli hin, ey. Bevor wir das machen, habe ich gedacht, mache ich jetzt noch schnell zwei Völkchen Descent, damit ich auch einen kleinen Descent-Puffer habe. Bin ich hier ab und so, wow. Da mache ich das schon wieder. Ich versuche rückwärts zu fliegen, versuche einfach auszuweichen, aber es funktioniert nicht, ey. Ich werde es das nächste Mal eh wieder machen, denke ich. Das ist einfach so dieser Reflex. Wenn der Torpedo auf einen zukommt, rückwärts fliegen, abhauen. So, es sieht wieder sehr, sehr schlecht aus. Man denkt erst, okay, Wallen ist wieder gefistet. Aber nein, er wird es diesmal schaffen. Dieser kleine Harlunke. Dieser haarige Harlunke. So, und jetzt heißt Kamikaze. Da sind drei rote vor uns. Eigentlich eine Todesoptik, die wir hier gerade haben. Aber aus irgendeinem Grund schaffe ich es hier, mich aus der Situation nochmal rauszuwinden. Und hier haben wir die Unsichtbaren. Und ja. Ja, da flüchte ich jetzt erstmal hier wieder und heb meinen Krempel auf. Genau so, jetzt können wir hier gemütlich nochmal Energie auftanken gehen. Bevor wir uns da draußen wieder ins Getümmel stürzen. Also die Roten sind schon mal weg. Also Verfolgungstorpedos können uns jetzt schon mal nicht überraschen. Nur noch Unsichtbare. Die schießen übrigens normale Torpedos, also die verfolgen nicht. Und ja, da steht jetzt einer vorm Eingang, den ich jetzt natürlich nicht sehen kann. Den versuche ich noch zu erledigen, bevor ich hier Kamikaze rausrush. Ja, wo ist der hin? Wo ist dieser kleine Huso denn hin? Wow. So. Was ist hier los? Okay. Ja, da haben wir natürlich jetzt noch ein bisschen was. Wow, ich nehme jetzt gerade schon wieder über 17 Minuten auf. Scheiße, mein Webcam-Programm nimmt doch nur 17 Minuten auf. Da habe ich jetzt überhaupt keine Acht drauf gehabt. Ich habe jetzt hier wieder durch aufgenommen, weil ich... Verdammte Scheiße. Naja, sind ja jetzt nur 3 Minuten, die ich weiter kommentiere. Also das heißt, es gehen maximal 3 Minuten verloren. Und ja, spielen wir einfach mal weiter. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt funktioniert. Ich glaube 17 Minuten und 9 Sekunden. Das ist die maximale Aufnahmedauer meiner Webcam. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Aber ich meine, gut. Die 3 Minuten kriege ich schon mal separat nachkommentiert. Das ist kein Problemo. Und ja, so, jetzt dürften wir den Rest hier beseitigt haben. Von diesem Spawner. Ich mache hier gerade wirklich den Rest weg. Wir wurden jetzt leider noch mal erwischt. 5% Schild, ey. Verdammte Kacke. Aber da vorne ist gleich wieder ein Unbesiegbarkeits-Power-Up und das rettet uns jetzt gleich noch mal den Anus. Ja, genau, erstmal in Ruhe Energie auftanken. Wir haben ja keine Eile. Wir sind ja jetzt hier sowieso relativ schnell in diesem Level. Und ja, denke ich, bewegen wir uns mal ins rote Gate. Ja, da ist die Unbesiegbarkeit. Und direkt da oben ist der Exit, wo wir dann gleich durchfliegen werden, wenn der Reaktor hin ist. Und da fliege ich erstmal schön in die falsche Richtung. Gut gemacht, Wallen. Ja, schön auf die Karte gucken und denken, falsch rum. Das hätte man sich gleich denken können. Vor allen Dingen, wenn hier gerade mein Effekt tickt, mein Unbesiegbarkeitseffekt. So, und jetzt schön in den roten Bereich rein und hier Massenfistung. Wow. So, der Reaktor ist schon mal hin. Jetzt nur noch 2 Bots. Und raus hier. Unbesiegbarkeit wirkt nicht mehr. Das heißt, jetzt darf uns wirklich nichts mehr begegnen mit 23 Schild. Ja, das war's. Der Weg zum Exit ist eigentlich relativ kurz. Da oben können wir direkt reinfliegen. So. Tja, das wär's dann gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.